Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 15. Juni 2022, wieder aus meinem perfekt ausgeleuchteten und kontrastbalanciert gestalteten Turmstudio im Hotel Bellevue in Bern. Übrigens, wenn Sie jemals die Gelegenheit haben, in die Schweizer Bundesstadt zu reisen, versuchen Sie im Hotel Bellevue auf der Sommer-, auf der Sonnenterrasse einen Aperitif oder ein Essen einzunehmen, und ich sage Ihnen, Sie kommen in den Genuss der geballten Schönheit der Schweiz und vor allem dieser bernischen, zauberhaften Stadt an der Aare, in der noch mittelalterliches Flair, aber auch schon etwas der protestantische Geist der Neuzeit die Fundamente geprägt hat. Ich war ja gestern noch ganz beduselt von meinen Eindrücken in Dresden, der Hauptstadt der deutschen Romantik. Da haben mir einige geschrieben, das sei nicht die Hauptstadt der deutschen Romantik. Für mich ist eben Dresden die Hauptstadt der deutschen Romantik, denn diese Elblandschaften, die sind wirklich wie herausgeschnitten aus einem Gemälde von Caspar David Friedrich, und ich bin ja ein bekennender Deutschromantiker, als 25% Deutscher sowieso, und das war für mich ja wie für einen Junkie am Heroin-Buffet. Ich habe mich richtig gehend berauscht an diesem Dresden, Sie haben es gemerkt, aber das war ja keine Ferienreise, die ich da gestern absolviert habe, sondern es war mir wichtig, den derzeit aus meiner Sicht vielleicht wichtigsten deutschen Gegenwartsschriftsteller und auch einer der berühmtesten zu treffen, nämlich Uwe Tellkamp, der in den Medien ja aufs Himmeltraurigste fertig gemacht wird, mit niederträchtigen Rezensionen, und an ihm kristallisiert sich jetzt die ganze geballte Linkszentriertheit des fremdfinanzierten, durchsubventionierten deutschen Kulturbetriebs. Und dieser Uwe Tellkamp ist mitnichten das, was Sie in den Zeitungen über ihn lesen können, sondern das ist einfach ein deutscher Bürger, der zufälligerweise auch hochbegabter Schriftsteller ist, der in seinem früheren Leben als Unfallarzt gearbeitet hat, also auch etwas Anständiges studiert hat, könnte man sagen, sich mit naturwissenschaftlich-biologischen Fakten beschäftigte und sich dort auch auskennt und deshalb natürlich ein Sensorium hat für all die Fake News, die in dieser etablierten Kulturfilmszene abgesondert und produziert werden. Außerdem hat er die Erfahrung der DDR mitgemacht, das heißt den Lebensalltag in einem Lügenstaat. Und das ist ja auch mein Eindruck als Schweizer, dass die immer wieder aus dem Westen verunglimpften Ostdeutschen, die sogenannten, oder die Mitteldeutschen, könnte man auch sagen, der Mitteldeutsche Rundfunk ist ja das entsprechende Fernsehprogramm, dass die eben aufgrund ihrer DDR-Erfahrung mit einem Lügenstaat, an dem niemand mehr geglaubt hat am Schluss, dass sie da eben ein sehr, sehr feines Gespür ausgebildet haben für institutionalisierte politische Lügen, für falsche Überheblichkeit und schiefe Töne aus der Politik. Gleichzeitig ist Uwe Tellkamp auch zu meiner ganz großen Überraschung und Begeisterung ein ausgewiesener Experte im Bereich der Spaghetti-Western. Ich glaube, ich habe das gestern auch gesagt. Er kennt sich da unglaublich aus, hat Dutzende, vielleicht Hunderte von Filmen gesehen aus diesem Genre. Er hat ein minutiöses Beurteilungsvermögen. Wir haben lange über Sergio Leone gesprochen. Sergio, Bruno Corbucci, Grande Silenzio, Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Django, Gian Maria Volonté, Clint Eastwood, Eli Wallach in The Good, The Bad and The Ugly. In The Good, The Bad and The Ugly ist ein Film, den Tellkamp eben ähnlich wie ich auch nicht als derart etwas als überschätzt beurteilt. Dann natürlich Spiel mir das Lied vom Tod, ein ganz bedeutender Italo-Western von Sergio Leone, vielleicht der definitive
Italo-Western, aber darüber hinaus auch ein Flair von Uwe Tellkamp für den klassischen Vampirfilm, auch der Hammer Studios mit Christopher Lee als Dracula. Das wird jetzt vielleicht von einigen von Ihnen als Trash-Kultur abgetan. Ist es nicht, es ist einfach Populärkultur. Und ich finde es einfach verblüffend, dass noch keiner dieser hochdekorierten deutschen Feuilletonisten mit all ihrem Bildungsrucksack auf die Idee gekommen ist, mit Uwe Tellkamp einmal über diese Phänomene zu sprechen. Die spielen nämlich eine Rolle in seinem neuen Buch. Da gibt es wunderbare Passagen in Schlaf, der Schlaf in den Uhren, wunderbare Passagen über diese Filme. Von mir aus hätten sie noch etwas länger sein können, aber egal. Nicht nur sprachlich von höchster literarischer Qualität, sondern eben auch gedanklich, und das kann ich beurteilen als ehemaliger Filmkritiker. Das ist einer der ganz wenigen Bereiche, wo ich mithalten kann in der hohen Literatur, wenn einmal von Spaghetti-Western die Rede ist. Nein, also dieser Uwe Tellkamp ist ein faszinierender Schriftsteller, weil er eben bei aller Kunsthaftigkeit seiner Literatur, die sehr anspruchsvoll ist, eben kein abgehobener, blasierter, arroganter Kulturtyp ist, sondern geradezu ein Held des kleinen Mannes, wie man mir auch in Dresden versichert hat. Viele kennen ihn und haben gesagt, nein, wir finden das toll, dass hier ein Uwe Tellkamp den Mut hat, sich auch politisch so zu äußern, wie man bei normalen Leuten zu Hause redet, nämlich über die Wirklichkeit. Und wenn Sie ja die Wirklichkeit in Deutschland heute ansprechen, als Kulturschaffender, als Journalist, dann laufen sie ja sofort Gefahr, gecancelt und ausgegrenzt zu werden. Das zeigt natürlich auch, dass die Elite irgendwo da aus dem letzten Loch pfeift und sehr, sehr unsicher geworden ist. Und da stellt natürlich ein Uwe Tellkamp, der beispielsweise die Migrationspolitik der früheren Regierung Merkel dezidiert kritisiert, öffentlich kritisiert, auch einem anderen Kulturschaffen öffentlich an den Karren fährt, da ist dieser Uwe Tellkamp natürlich eine Bedrohung. Er nimmt diesen Intellektuellen die drei Lego-Klötzchen ihrer Weltanschauung weg, auf der sie das ganze Universum ihrer Gegenwartsbetrachtung aufgebaut haben. Und wenn diese drei Lego-Klötzchen, da diese ideologischen Festzurrungen, wenn die dann wegfallen, dann kommt das ganze Universum dieser Intellektuellen, das beschränkte Universum, kommt zum Einsturz. Und nein, ich bin kein Gegner der Intellektuellen. Ich rede hier nicht einem Anti-Intellektualismus das Wort. Aber ich würde sagen, wir haben vielleicht zu viele Intellektuelle, zu viele Studierte, aber zu wenig Gescheite. Das gilt für Deutschland, gilt aber auch für die Schweiz. Wie auch immer, das war der eigentliche Grund meiner Dresdenreise, für alle unter Ihnen, die geglaubt haben, ich sei da etwas für einen lockeren Ferientrip zur geistigen Zerstreuung an die Elbe gefahren. Nein, gar nicht. Uwe Tellkamp ist in aller Munde, er ist im Gespräch und deshalb war es natürlich wichtig, ihn da zu treffen. Nun also, Karl Lauterbach, die Corona-Sommerwelle ist da und Karl Lauterbach war nie weg. Das sind die Schlagzeilen heute Morgen. Da verpassen Sie also nichts, wenn Sie etwas weiterblättern. Sie sehen da schon in der FAZ das Bild des Corona-Tests. Er kehrt zurück und ich glaube, aber vielleicht ist das auch eine Überinterpretation, ich glaube hier schon ein unterschwelliges Jubeln zu hören. Karl Lauterbach hat die Schlagzeilen zurückerobert. Es ist nicht mehr der Ukraine-Krieg. In der Schweiz übrigens, meine Damen und Herren, spielt Corona überhaupt keine Rolle. Andere Länder, andere Sitten, aber vor allem andere Politiker, andere politische Systeme, andere Themen. Und dieses Corona-Thema, das merken Sie jetzt in Deutschland, ist ein Zwängelthema der Politik, weil dort eben bestimmte Leute, prominente Exponenten, Mühe haben loszulassen, haben auch die Medien Mühe loszulassen. Und die Medien schreiben in Deutschland mir viel zu sehr hinter dem offiziellen Politbetrieb hinterher. Man könnte von einem regelrechten politgouvernemental-medialen Komplex sprechen, in Anlehnung an den militärisch-industriellen Komplex. Das haben sie bei den Medien und beim Staat in Deutschland sowieso in abgemilderter Form, aber immer noch irritierend genug, auch in der Schweiz. Also Sie sehen hier, die Politik diktiert die Agenda und die Medienschaffenden, die Mainstream-Zeitungen lassen sich hier von der Politik
die Agenda definieren. Neuer Corona-Impfstoff kommt wohl im September. Auch hier, das müsste doch viel kritischer gesehen werden, denn für diese Pharmakonzerne, ich habe nichts gegen Pharmakonzerne, ich gönne ihnen das, finde ich großartig, aber die haben da ja ein riesiges materielles Interesse, jetzt mit einer neuen Impfstoffwelle hier sehr viel Geld zu verdienen. Mag ja sein, dass das alles seine Berechtigung hat. Aber wo ist denn da die kritische Hinterfragung? Davon sehe ich nichts. Der Rundfunkbeitrag macht die Sender reich, ist eine andere Schlagzeile des heutigen Tags. Ja, das merken Sie jetzt in Deutschland, dass diese Zwangsgebühren zu einer totalen Überdüngung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens geführt haben, allerdings mit nicht unbedingt segensreichen Auswirkungen. Das sehen Sie vor allem in den Talkshows, das sehen Sie auch in den Nachrichtensendungen. Es gibt immer wieder löbliche Ausnahmen. Ich habe eben diesen Dokumentarfilm über Uwe Tellkamp erwähnt. Aber sonst diese oftmals Propagandawalze im Bereich Corona, im Bereich Ukraine, Russland, die über uns hinwegrollt, da spürt doch der Hinterste und der Letzte, dass das nicht mehr um Ausgewogenheit bemüht ist, sondern dass hier die Medienschaffenden, die Öffentlich-Rechtlichen, die Zwangssubventionierten, die Zwangsfinanzierten, die Zwangsgebühren, bewirtschafteten, dass diese Journalisten die Rolle der Volkserzieher zu übernehmen glauben oder wollen. Denn was da gemacht wird, ist tatsächlich getragen vom Motiv, die Deutschen zu erziehen. Das ist offensichtlich. Also das habe ich in so vielen Tagungen auch erlebt, wo sich Journalisten entsetzt haben darüber, wenn eine Zeitung beispielsweise über einen Fall von migrantischer Kriminalität berichtet hat, dann hat man gesagt, ja nein, das könnt ihr doch nicht schreiben, das bringt dann Applaus auf der falschen Seite, das führt dazu, dass die AfD ein paar Prozent mehr macht an der nächsten Urne. Also die Journalisten haben hier überhaupt kein Interesse mehr, die Wirklichkeit zu beschreiben, wie sie ist, sondern eben ein Narrativ, nennen wir es doch anders, eine Propaganda auszubreiten, um die Leute zu erziehen, um sie irgendwie zu schützen. Da kommt auch eine tiefe Verachtung der Medienschaffenden gegenüber dem Publikum zum Ausdruck, auch ein Misstrauen bestimmter Deutscher gegenüber anderen Deutschen. Sich selber misstrauen sie ja nie. Also, nein, wir sind die ganz großen Demokraten. Aber die da draußen da, die da in Sachsen, die da im Osten oder die einfachen Leute, die haben es noch nicht so mitbekommen. Die Modernisierungsverlierer, die müssen jetzt von uns da von oben herab beglückt, patientenhaft erleuchtet werden. Dabei sind die am augenfälligsten oft im Dunkeln tappen, sind die Journalisten, sind die Erleuchter, die angeblichen selbsternannten Erleuchter, tappen oft im Dunkeln. Und der Rundfunkbeitrag macht die Sender reich. Aufnahme von Flüchtlingen belastet die Kommunen. Der Bund hat die Länder mit 2 Milliarden Euro ausgestattet, damit sie die Flüchtlinge aus der Ukraine versorgen können. Dennoch stehen die Kommunen vor einer großen Herausforderung. Meine Damen und Herren, da müssten die Journalisten auch ganz genau hinschauen. Denn das, was den Ukraine-Flüchtlingen hingestellt wird, ist im Grunde ein Schlaraffenland der Sozialleistungen. Ja, ich bin dafür, dass man das Asylwesen pflegt. Ich bin ein pickelharter Verfechter unserer Asyltradition und deshalb bin ich auch ein pickelharter Kritiker der Asylmissbräuche. Der die Asylmissbräuche benennt und auch behebt, ist der, der eigentlich das Asylwesen pflegt und die Tradition. Die diese Missbräuche akzeptieren, tolerieren und vorantreiben, das sind die Totengräber unserer Asyltradition. Und hier haben sie einen ganz grossen Missbrauch. Das sehen wir jetzt in der Schweiz. Ich habe in der Schweizer Ausgabe etwas länger darüber gesprochen. Nur ganz kurz vielleicht ein paar Schlaglichter, ein paar Zahlen. 1,5 Millionen Ukrainer sind nach Moldawien und nach Rumänien geflüchtet. Diese Woche in unserem Parlament ist die zuständige Justizministerin gefragt worden. Man habe jetzt gemessen, nur noch je 100.000 dieser 1,5 Millionen ukrainischen Flüchtlinge seien in Moldawien und Rumänien. Wo sind die anderen 1,3 Millionen hin? Sind die zurück in die Ukraine? Daraufhin sagt die Justizministerin, nein, die seien aus wirtschaftlichen Gründen in andere europäische Länder
Gefahren. Und das ist nicht ein Vorwurf an die Flüchtlinge, das würde ich auch so machen, der Mensch ist Jäger und Sammler, aber es ist eben ein Vorwurf an die Behörden, die im Zusammenhang mit der Ukraine das Dublin-Abkommen außer Kraft gesetzt haben. Das heißt, dass sie als Ukraine nicht dort zuerst einen Schutzstatus oder einen Asylstatus anmelden müssen, wo sie die Ukraine verlassen haben und dass man nachher einen geordneten Prozess vielleicht auch der Verteilung dieser Migranten anstrebt. Nein, Dublin ist ausgesetzt. Das heißt, wenn einer nach Moldawien geht, dann kann er beliebig nachher nach Deutschland gehen und dann ist er ja nicht mehr ein Flüchtling im eigentlichen Sinne, sondern dann ist er ein Wirtschaftsmigrant, der aus anderen Überlegungen, denn aus sicherheitsrelevanten, ein anderes Land aufsucht. Und das wird nicht einmal benannt, darüber redet man nicht. Wir haben in der Schweiz auch das Problem, dass mittlerweile sehr viele Ukrainer direkt in die Spitäler verfrachtet werden. Also kranke Ukrainer kommen in die Schweiz, um sich hier behandeln zu lassen, weil sie dank dem Schutzstatus S vollen Zugang zum Leistungskatalog unseres Gesundheitswesens haben, ohne einen Franken in die Krankenkasse einzahlen zu müssen, ohne Selbstbehalt, ohne gar nichts. Man müsste einmal schauen, wie das in Deutschland ist. Also hier findet eine stoßende Bevorzugung dieser Flüchtlinge statt, in Anführungszeichen. Viele von ihnen sind eigentlich Migranten. Flüchtlinge ist für mich ein Rechtsbegriff. Das wird viel zu unkritisch angeschaut und in Deutschland zeigt sich das auch. In der Schweiz haben sie auch schon öffentlichen und offenen Unmut zu diesem Thema. Das deutsche Fußballteam siegt gegen Selbstzweifel. Deutlicher Erfolg gegen Italien. Sie können also doch noch gewinnen, die Deutschen. Und ich schulde Ihnen ja noch einen Zwischenbericht zu meinen 100 Liegestützen. Ich habe es also durchgezogen, jeden Tag. Und ich kann Ihnen sagen, nach etwa einer Woche geht es leichter. Ich habe jetzt bereits zwischen Weltwoche Daily Schweiz und Weltwoche Daily Deutschland ungefähr 60 Liegestützen gemacht, bin also schon im leicht Kreislauf beschleunigten Zustand hier vor der Kamera. Dann, was sind weitere Themen, die wir hier in den Blick nehmen müssen? Etwas, was ich natürlich sehr speziell und spannend finde, ist das, was in Großbritannien passiert. Boris Johnson hat sich inspirieren lassen von Australien und mit Ruanda ein Migrationsabkommen geschlossen, sodass Asylbewerber, die nach England gekommen sind, mit dem Flugzeug nach Ruanda gebracht werden, dort in entsprechenden Flüchtlingslagern untergebracht, wo man ihre Asylpapiere prüft, beziehungsweise wo man abgewiesene Asylbewerber unterbringen kann. Das ist eine Maßnahme, die sich als sehr wirksam erwiesen hat, um eben der Unsitte Vorschub zu leisten, dass Leute, die eigentlich keinen Asylanspruch haben, in ein Land kommen, ihre Papiere vernichten, dann nicht zurückgeschafft werden können. Sie bleiben dann einfach irgendwie im Land und werden dann auch noch mit entsprechenden Sozialleistungen versorgt. Und da hat Australien als Insel, muss man zwar sagen, als Kontinentalinsel, diesen Weg beschritten. Und die Engländer gehen jetzt auch in diese Richtung. Das ist natürlich ganz massiv umstritten, aber das scheint mir eine Lösung zu sein, die man auch in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in anderen Ländern in Betracht ziehen muss. Dann die FAZ mit einem weiteren Kapitel ihrer endlosen Geschichte des AfD-Bashings, ein Artikel, der vor Häme und Überheblichkeit nur so strotzt, der sich richtiggehend freut, dass jetzt die AfD große Probleme hat. Sie hat offensichtlich 9 Wahlen hintereinander verloren, tausende Mitglieder seien da weg und die Partei habe Schwierigkeiten, Führungsschwierigkeiten und so weiter, wird da vom Leder gezogen. Aber wissen Sie, das Offensichtlichste wird hier gar nicht genannt. Nämlich, dass es eine systematische Diffamierungskampagne gerade auch dieser Zeitungen wie zum Beispiel der FAZ gibt gegen die AfD, was natürlich eine Diffamierungskampagne gegen die Wähler der AfD ist. Das sind normale Deutsche, die einfach einer anderen Partei ihre Stimme gegeben haben, und zwar zu einem ziemlich beträchtlichen Anteil, und die Medien und die kartellistisch fast schon etablierten Establishment-Mainstream-Parteien weigern sich einfach hier, die demokratischen Spielregeln walten zu lassen und diese neue Konkurrenz zu akzeptieren und ihr den Minimalrespekt eines demokratischen Konkurrenten entgegenzubringen. Ganz im Gegenteil, man instrumentalisiert die Werkzeuge des Staates, dem Verfassungsschutz, um diese
AfD in die Nähe der Nationalsozialisten zu rücken, was ja eine groteske Verharmlosung des realen Nationalsozialismus bedeutet und ein Hohn für all jene, die diese Debatte ernst nehmen. Ich kann mich erinnern, früher wurden sie gesteinigt, wenn sie den Nationalsozialismus und seine Verbrechen nicht als absolut einzigartig, als singulär bezeichnet haben. Heute bekommen sie einen Orden, wenn sie überall Nazis sehen in Deutschland und dabei natürlich den richtigen Nationalsozialismus total relativieren. Und es ist einfach unredlich, was die Zeitungen hier machen. Und sie geben damit einfach zu erkennen, dass sie auch Partei in dieser politischen Auseinandersetzung sind. Und als jemand, der seit Jahren die FAZ liest, bin ich einfach entsetzt darüber, wie hier die Standards dahinschmelzen, wie sich auch von mir geschätzte Journalisten hier einfach in diesen inneren, inneren Kleinkrieg, in diesen kleinkarierten Krieg da hinein haben ziehen lassen. Am Ende des Tages muss man einfach sagen, da sehen Sie halt, dass gerade im deutschen Journalismus und auch in der Öffentlichkeit, in der offiziellen Öffentlichkeit, nicht bei den Leuten, sich zeigt, dass einfach Deutschland noch eine relativ junge Demokratie ist und dass diese Parteien da gar noch nicht so richtig wissen, was eigentlich Demokratie ist. Demokratie heißt einfach, dass der Bürger der Chef ist und wenn die Bürger nicht dir, sondern einer anderen Partei die Stimme geben, ja, dann musst du die nicht diffamieren, du musst nicht sagen, ihr seid alles Nazis, da musst du dir vielleicht mal die Frage stellen, warum ist der Wähler, warum wählt er nicht mich? Das ist ja wie bei einer Ehe. Wenn mir die Frau davonläuft, kann ich schon sagen, ist eine dumme Kuh oder ist eine Nazi-Kuh. Aber vielleicht wäre eine aufgeklärtere Reaktion darauf, sich als Mann selber etwas zu hinterfragen, was man da falsch gemacht hat. Russland drosselt Gaslieferungen nach Deutschland um 40%. Das ist ein jetzt umstrittener Fall. Die Russen stellen sich auf den Standpunkt, dass das nicht ihr Fehler oder ihr nicht ohne ihr Zutun da passiert sei. Das habe mit Siemens zu tun. Nun gut, das wird man abzuklären haben. In den Talkshows ist das ein großes Thema ebenfalls. Ein namhafter Unternehmer, Wolfgang Grupp, hat in einer, glaube ich, Maischberger-Sendung darauf hingewiesen, dass diese Gaspreise ein echtes Problem für die Wirtschaft darstellen. Das muss man natürlich sehen. Gleichzeitig gibt zu reden die Motivlage Putins. Was will er eigentlich? Er hat ja mit Anspielungen auf Peter den Großen Urängste vor dem russischen Landhunger geweckt. Ich habe ebenfalls in Dresden mit einem ehemaligen DDR-Bürgerrechtler gesprochen, der mir gesagt hat, dass für ihn völlig klar ist, dass wenn Putin in der Ukraine seine Ziele erreicht, dann kommt als nächstes Polen dran, dann wird er die ganze Sowjetunion, das ehemalige Territorium, arrondieren. Die Ukraine sei die Betonmauer, Polen sei eine Holzwand und Deutschland dann nur noch ein Wattebausch. Da habe man gar nichts mehr entgegenzusetzen, das sei brandgefährlich. Nun, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob diese Motivlage richtig ist, aber es spielt auch gar keine Rolle, wir müssen darüber gar nicht spekulieren. Man muss immer gerüstet sein gegen potenzielle Aggressoren und eigene Schwäche ist eine Einladung an potenzielle Aggressoren. Und auch was Herr Putin will oder was er kann und was er möchte, das wissen wir nicht. Wir können ihm nicht unter die Schädeldecke schauen. Dämonisieren bringt gar nichts. Man muss das nüchtern analysieren. Und vor allem muss man einfach zur Feststellung kommen, egal was Putin will, wir nehmen unsere Selbstverteidigung ernst. Und jeder Aggressor, heiße er nun Putin, Genghis Khan oder wie auch immer, der muss ganz glaskristallklar konfrontiert werden mit der Tatsache, dass ein Angriff auf NATO-Staaten zu unabsehbaren Selbstschädigungen, dass der Eintritt führen könnte, dass der Eintrittspreis viel zu hoch ist. Fertig. Das ist hier der Punkt. Wir müssen gar nicht dieses Getöse und dieses Geschrei machen. Ich muss ganz nüchtern festhalten, sorry, sind wir eigentlich in der Lage, die russische Armee zurückzuschlagen oder sind wir das nicht? Meines Erachtens ist Russland mit seinem Bruttosozialprodukt in der Höhe Italiens nicht in der Lage, die NATO-Staaten zu schlucken. Aber man weiß das nie. Man unterschätzt vielleicht den Gegner, man überschätzt die eigenen Stärken. Auf jeden Fall haben wir ein militärisches Sicherheitsvakuum in Europa und deshalb ist es richtig, dass hier entsprechend diskutiert wird. Und ja, da ist Putin ein heilsamer Realitätsschock für den wohlstandsverwahrlosten Westen. Ich habe das schon vor der Invasion geschrieben, das wird mir immer um die Ohren geschlagen. Hier, das sei ein Lob von Putin, Sie bezeichnen ihn da ja als geradezu segensreichen Realitätsschock. Ja, das ist er. Er ist ein segensreicher Realitätsschock, hoffentlich. Oder wollt ihr weiterschlafen?
Kann es ja nicht sein. Johnsons neue Asylpolitik, großes Thema. Inflation, darauf können wir nicht einsteigen. Vielleicht im Zusammenhang mit der Währung nur ganz kurz etwas. Der Dollar gewinnt, der Euro verliert. Warum wohl? Hat das mit dem Ukraine-Krieg zu tun? Nein, natürlich mit einer Geldpolitik, die kein Vertrauen auslöst. Der Euro ist kein sicherer Hafen, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich etwas, was Sie schon lange spüren, aber Ihre Verantwortlichen in der Politik erzählen Ihnen das Gegenteil. Der Euro ist keine sichere Bank und das sehen Sie, in den Krisen gehen die Leute dorthin, wo es sicher ist. Und wenn der Dollar erstarkt, dann sieht man, die Leute glauben an die USA. Wenn der Franken erstarkt, dann glauben sie an die Schweiz. Ich glaube nicht, dass der Schweizer Franken groß erstarken wird. Ich glaube, die neutralitätswidrigen Verhaltensweisen unserer Politik haben viel Vertrauen zerschlagen. Aber der Euro ist eben auch keine sichere Währung. Das muss Ihnen zu denken geben. Dann hat die Luisa Neubauer, diese Klimaaktivistin, eine verbale Tischbombe lanciert. Sie hat öffentlich darüber spekuliert, dass man Ölpipelines in die Luft sprengen soll. Darüber echauffieren sich jetzt die Medien. Zu Recht natürlich, mich überrascht das nicht. Die linke Militanz liegt in diesem Denken drin, denn die Linken haben einfach das Gefühl, sie seien moralisch irgendwo höher qualifiziert, ihre Ziele rechtfertigen alle Mittel. Ist ja klar, die Linken haben auch kein Problem mit Gewalt, wenn es für linke Ziele eingesetzt wird, selbstverständlich nicht, weil sie sind ja im Begriff, nach ihrer eigenen Wahrnehmung und Einbildung das Gute zu realisieren. Und wenn man das Gute, das Allerbeste realisiert, ja, dann darf einen ja nichts daran hindern, dann ist man auch berechtigt, die krudesten und primitivsten Methoden anzuwenden, um das angeblich Gute in die Welt zu setzen. Darum sage ich Ihnen ja, das Böse ist das überschießende Gute. Und Luisa Neubauer ist eben keine Gute, sondern eine Böse, weil sie für ihre verabsolutierten Ziele bereit ist, die Rechtsordnung, die Eigentumsordnung und vermutlich auch das Leben ihrer Gegner einfach in den Wind zu schlagen, darauf zu pfeifen. Das sind gefährliche Leute, meine Damen und Herren. Letztlich, ich meine, sicher nicht, wenn man mit ihr spricht, aber diese Neubauer ist eine ganz auch üble Demagogin, weil sie Andersdenkende aufs Heftigste diffamiert. Und das ist schlimm. Letzte Meldung wird in den deutschen Medien kaum abgehandelt. Ich habe im Berliner Zeitung oder Tagesspiegel vielleicht etwas gesehen. Die Menschenrechts- und Kriegsverbrechensbeauftragte der Ukraine, Frau Denisova, glaube ich, heißt sie, ist von ihrem Parlament, eigenem Parlament, abgesetzt worden. Frau Denisova, also behaften Sie mich nicht auf den Namen, die Menschenrechtsbeauftragte der Ukraine, ist ja in Erscheinung getreten mit Horrorerzählungen über Massenvergewaltigungen der Russen in der Ukraine. Die hat ja also Dinge erzählt, da ist sie kalt den Rücken heruntergelaufen, ganze Familien seien vergewaltigt worden, Kinder vor den Augen ihrer Eltern und die Eltern vor den Augen ihrer Kinder und die Kinder neben den Leichen ihrer Eltern. Also schlimmste Schauererzählungen hat sie da gebracht. Jetzt ist sie abgesetzt worden. Warum? Weil selbst die ukrainischen Behörden zum Schluss kamen, dass die Evidenz fehlt. Sie hat gar keine Beweise und Belege für diese Horrormeldungen. Sie konnte sie gar nicht belegen. Das wurde aber überall nacherzählt, meine Damen und Herren. Als 1:1 Wahrheit wurde das gebracht in den deutschen Medien, in den Top-Schlagzeilen. Und jetzt, wo lesen Sie das, dass es nicht stimmt? Müsste sie auch ganz zu oberst in den Nachrichten stehen? Ich habe heute nichts gesehen in den Medien. Wird überhaupt nicht abgehandelt. Als sie aber mit ihren Meldungen kam, war das Top of Mind. Und hochinteressant, was die Menschenrechtsbeauftragte der Ukraine gesagt hat auf die entsprechende Frage. Sie sagt, ja gut, sie habe da einfach Dinge gesagt, die man ihr erzählt habe und das sei ja wirksam gewesen. Es sei ihr eben darum gegangen, vor allem auch mit diesen Erzählungen die Westeuropäer dazu zu bringen, Waffen an die Ukraine zu liefern. Also sie hat im Grunde gelogen, gibt das zu, sie hat gelogen, um politische Ziele zu erreichen und die Medien sind ihr auf den Leim gekrochen. Das ist doch ein ausgemachter Skandal und nein, das heißt nicht, dass es keine Gräueltaten der Russen in der Ukraine gibt. Es kommen jetzt nämlich schon so Kommentatoren, die sagen, nein, da darfst du nicht drüber schreiben, weil das ist dann wie wenn man andere Gräueltaten leugnen würde, wie wenn man hier quasi den Russen einen Persilschein ausstellen würde. Hallo, was ist denn da eigentlich mit der deutschen Publizistik los? Die Journalisten sind nicht mehr in der Lage,
die Wirklichkeit zu beschreiben. Die sind absorbiert, die sind vollgetankt, die sind vollgedröhnt mit einer politischen Agenda. Und das kann es doch nicht sein. Wir sind doch der Wahrheit verpflichtet. Und wenn diese Menschenrechtsbeauftragte brandschwarz gelogen hat, dann ist das auch schwarz auf brandschwarz auf weiß darzulegen, genauso prominent, wie man ihre Lügen verbreitet hat. Und nichts davon impliziert doch, dass es nicht Gräueltaten geben kann. Aber wenn wir uns verabschieden von dieser Art der Wahrheitserkundung, zumindest dem Bemühen darum, dann eine gute Nacht, dann ist vorbei, dann müssen wir aufhören mit dem Journalismus. Und ich finde das beunruhigend, wie geschätzte deutsche Kollegen hier auf diese Art von Propaganda einfach hereinfallen, aber nicht nur hereinfallen, sondern daran auch noch festhalten, nachdem es widerlegt ist und sagt, ja nein, es stimmt zwar, dass sie gelogen hat, aber wir dürfen es doch nicht schreiben, weil das ist dann doch eine Verharmlosung der Russen, weil eigentlich hatte sie ja doch recht, auch wenn sie gelogen hat. Ich meine, was ist denn? Sind wir hier im Orwellschen Universum angekommen? Meine Damen und Herren, zum Glück gibt es Weltwoche Daily, dass wir über solche Dinge sprechen können. Abonnieren Sie uns in unserer App, im App Store Weltwoche, dann sind Sie sicher gegen alle auch zensuristischen Umtriebe. Oder aber, wenn Sie das schon haben oder nicht möchten, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal Weltwoche Daily. Helfen Sie uns, noch mehr Abonnenten zu erreichen. Das ist wichtig, damit wir unsere Position hier markieren, halten und ausbauen können. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass man offen über die Gegenwart spricht und über all die Dinge, die uns betreffen. Machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Dann stelle ich Ihnen die neue Weltwoche vor. Sehr interessant, sehr vielfältig, wie immer. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, entspannten Tag.